Hallo und moin moin aus den Helios-Kliniken. Unseren Patienten vom Wochenende geht es deutlich besser, Gott sei Dank. Und auch die Lage bezüglich der Corona-Infekte hier in Schwerin und in Mecklenburg-Vorpommern ist weiter, Gott sei Dank, erfreulich. Ich hatte aber am Wochenende mit einer lieben Freundin Kontakt, die sagte, ach, das ist doch verrückt, diese Zeiten. Ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Normalerweise würde ich jetzt eine Tablette nehmen und in meinem Krankenhaus arbeiten fahren. Aber ich werde mal lieber morgen einen Test machen und heute zu Hause bleiben. Ich will ja keinem schaden. Gestern kam dann die Nachricht mit drei Worten: Ich bin positiv. Diese Freundin ist Ärztin, ist eine der besten Ärzte, die ich kenne, und arbeitet auf einer Intensivstation. Und abgesehen von dem Kopfkino und der Sorge um sich selbst, um die eigene Gesundheit, wie geht es weiter, ist natürlich das Verantwortungsgefühl bezüglich ihrer Mitarbeiter, bezüglich der Kollegen, der Freunde, der Familie und natürlich der Patienten, die sie betreut hat in den letzten Tagen. Das heißt immer so schön, die Akzeptanz einer Maßnahme ist im Zweifel ein Todesfall oder zumindest ein Krankheitsfall in der eigenen Familie oder Freundeskreis entfernt. Wer hätte keine Maske getragen, hätte er diesen Infekt verhindern können? Wer würde keine Maske tragen, wenn er damit ein Menschenleben retten könnte? Ich glaube, wenn man sich das anguckt, Nutzen und Risiko, man kann über alles diskutieren, man kann alles streiten, aber dieser bescheuerte Schnutenpulli schadet mit Sicherheit sehr wenigen Menschen von uns, und wenn er ein einziges Menschenleben rettet, ist es doch jede Minute mit Schnutenpulli wert. Ich wünsche meiner Freundin von Herzen gute Besserung und Ihnen allen einen wunderschönen Tag. Passen Sie auf sich auf, denken Sie an Händewaschen, nehmen Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz, Sie können einen Schal nehmen, ein Tuch, was immer Sie haben, aber nutzen Sie es, um Ihre Mitmenschen zu schützen. Ich wünsche allen einen schönen Tag, passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Bis morgen. Tschüss, tschüss.